Schönen guten Tag, liebe Wetzlar-Zuseher. Wie bereits letzte Woche angekündigt, wollen wir uns in den nächsten Wochen um die Berufe rund um den Galopprennsport etwas näher kümmern. Zu Beginn möchte ich gleich den Beruf Jockey besprechen und habe dazu meine Frau Eva neben mir stehen, die uns jetzt ein paar Worte zu diesem Beruf erzählen wird. Eva, was sind die körperlichen Eigenschaften, die grundlegenden Eigenschaften, die ein Rennreiter, ein Jockey mitbringen muss? Ein niedriges Körpergewicht, am besten unter 55 Kilo und körperlich belastbar zu sein. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über den Tagesablauf. Wie sieht der aus? Wie viele Arbeitsstunden muss man rechnen? Wie sieht es am Wochenende aus? Naja, eine 7-Tage-Woche. Morgens beginnt die Arbeitszeit sehr früh, meistens um 5 Uhr. Und dann am Wochenende, wenn man zum Beispiel schon Rennen reitet, auf Rennbahnen fahren oder wenn man noch keine Rennen reitet in der Ausbildungszeit, begleitet man die Pferde mit dem Pferdetransporter auf die Rennbahn. Man hat ja als Außenstehender oftmals schon gehört, Diäten, wenig Essen. Ist das tatsächlich so? Naja, klar, es gibt Jockeys, die haben ein bisschen Probleme mit dem Gewicht, die müssen dann doch eher Diäten machen oder in die Sauna gehen. Man sollte halt von vornherein immer auf die Ernährung achten, noch zu deinem Beruf noch Sport betreiben, Ausdauersport und Krafttraining. Mhm. Ja, und wenn man da immer etwas drauf achtet, dann muss man eventuell nicht so viel hungern oder in die Sauna gehen. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, ein junger Mensch, der jetzt noch in die Schule geht und sich jetzt entschließt, Lehrling im Rennsport zu werden. Wer oder was für einen Weg muss der einschlagen? Womit muss er rechnen tatsächlich? Naja, eine dreijährige Ausbildung als Pferdewirt, Schwerpunkt Rennreiten. Mhm. Nach anderthalb Jahren eine Zwischenprüfung, wie gesagt, und wenn der Lehrling Talent zeigt und gut genug ist, kann er nach der erfolgreich abgeschlossenen Zwischenprüfung einen einwöchigen Kurs in Köln bei der Jockeyschule machen. Wenn er den natürlich auch mit Bravour abgeschlossen hat, diesen Lehrgang, und er Chancen vom Trainer bekommt, kann der Lehrling natürlich dann auch schon Rennen reiten, beginnen seine ersten Rennen zu reiten. Ich möchte jetzt gerne so ein bisschen auf die richtig guten, auf die Weltklasse-Jockeys ansprechen. Und zwar, was glaubst du oder was sind deiner Meinung nach Eigenschaften, die jeder Top-Jockey, sei es jetzt in Deutschland oder in Europa oder weltweit, welche 3, 4 Eigenschaften muss jeder Jockey mitbringen, um wirklich an der Spitze zu stehen? Ehrgeiz, Disziplin und eine enorm dicke Haut. Ja. So, und jetzt erzähl uns noch ganz kurz deine Emotionen, die du empfindest, wenn du an den Galopprennsport als Jockey, als Rennreiter hast. Welche empfindest du da? Man muss sehr viel Gefühl, Leidenschaft und Liebe bei dem Job mit dazu bringen und auch für die Pferde natürlich. Herzlichen Dank und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.